Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The War Z. So, weiter geht's. Hoch, nicht niederlegen. Aufstehen. Aufstehen, Soldat. So, wir waren ja in Campo City. Und da wollen wir nicht mehr hin. Da wollen wir jetzt weg. Weg von Campo City. Wir gehen wieder hinaus aufs Land. In die weite Prärie. Nee, keine Ahnung, wohin uns die Straße führt. Ich denke jetzt auch gar nicht mal drüber nach. Wir laufen einfach mal. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wo die Straße hinführt. Müsste aber Richtung Flughafen führen, wenn es mich nicht ganz täuscht. Müsste die das machen. Na 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 na. Ja, ich bin ein bisschen müde. Nam 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 nam. Ja, noch ein Kaffee. Oh yeah. Am Anfang der Folge schon so eine Geräusche. Yay. Yeah. Da freut sich der Zuseher. Ich freue mich auf jeden Fall. Schön. La la la. Aber was mache ich mit den ganzen AKs, sag mal? Kann die alle gar nicht verwenden. Die können wir doch gar nicht leer machen, so viel wir da im Rucksack stecken haben. Naja. Wird uns schon was damit einfallen. Ich glaube, langweilig wird uns nicht werden. Was wir mittlerweile für ein Waffenarsenal mit uns rumtragen. AK-74, M4, Sig Sauer, 5-7. Das ist ja auch nicht normal. Also wenn sich jemand aufregt, dass man hier im Spiel keine Waffen findet, dann habt ihr recht, die habt ich alle. Alle ich gefunden. Ja, es scheint mir fast zu. Was soll ich denn mit drei AK-74 und mit... Okay, die M4 verstehe ich. Ja, aber was soll ich mit drei Stücke AK-74? Obwohl mir ist aufgefallen, ich habe schon länger keine Mossberg mehr gefunden. Jetzt finde ich aber AK-74, was ich für die noch schlechtere Variante halte. Also ein Nachteil für Spieler. Es ist ja so eine typische Player versus Player Waffe. Oh, ich weiß, wo wir da hinkommen. Wir kommen wieder zum Tunnel. Da, wo wir gestorben sind, das letzte Mal. Ja, warum nicht? Schauen wir mal hin, vielleicht finden wir ja noch eine M4. Langsam wird's lächerlich. Gut, ich meine, ich sage nicht nein, ne? Ist mir ja im Prinzip ja egal, beziehungsweise ich habe nichts dagegen, wenn wir guten Loot finden, ist ja klar. Nur, ich, wie ich schon mal gesagt habe, ich lade nichts ins Global Inventory. Ich benutze keine Karte, ich schaue nicht, wie viele Spieler auf dem Server sind. Ich... Kein Server-Hopping, kein Battle-Logging. So, das sind, glaube ich, die 5 Regeln, die ich mir gestellt habe. Für dieses kleine Let's Play. Und natürlich Hardcore-Modus, obwohl der so ein bisschen... Den müsste ich eigentlich in Klammer setzen, denn irgendwie scheint der natürlich nicht zu funktionieren. Hardcore-Modus ist zwar eingestellt, ja. Aber irgendwie... scheint der ja noch nicht ganz zu greifen, denn unser Charakter ist nicht tot, wenn er tot ist. Der ist... können wir ja wiederbeleben. Warum auch immer. Also ich hätte mir das eigentlich so ein bisschen so Minecraft-mäßig hätte ich mir das gedacht, dass der Hardcore-Modus ist. Sterben und
Ja, nicht Welt wird gelöscht, aber der Charakter wird komplett gelöscht. Charakter tot. Aber der bleibt ja so, wie er ist. Bis auf die Waffen natürlich. Aber ich muss trotzdem immer noch sagen, dass Global Inventory ist so die schlechteste Idee, die sie eigentlich einbringen hätten können. Ich finde das nicht gut. Ich meine, was ich gut finde, ist natürlich, dass man mit jedem Charakter auf jedem Server mit seinem Zeug spawnen kann und tralala. Das finde ich gut. Man muss eben nur schauen, dass man hier erst gegen das Battle Logging irgendwie macht. Aber ansonsten, das finde ich gut. Das hat es definitiv DayZ voraus. Ja, aber Nachteil ist wirklich dieses Global Inventory. Da ja einfach so eine Safe Zone, wo man sein ganzes Zeug hinträgt. Und ja, wie gesagt, man bindet das Zeug nicht. Wenn das jetzt von mir ein ganz normaler Spielercharakter gewesen wäre, also jetzt nicht fürs Let's Play, dann hätte ich jetzt, ja, 3 AKs und eine M4, eine Sig Sauer, eine 5.7, hätte ich jetzt alles ins Global Inventory zurückgetragen. Das gebe ich ja ganz offen zu, das hätte ich alles ins Global Inventory zurückgetragen. Aber ich hätte bei der M4 noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Noch keinen einzigen. Ich hätte die AK nicht benutzt. Ich hätte gar nichts gemacht. Ich hätte das Zeug einfach nur ins Global Inventory getragen und fertig. Ich hätte nicht mehr gemacht damit. Wood Shield Barricade. Eine Barrikade? Ein Hut! Yay! Und auch noch genau da, wo ich ihn verloren habe. So, was ist die Wood Shield Barricade? Was kann ich mit dem machen? Ich das hier so into Quick Slot. Ach so. 4. Oh. Oh. Wie geil ist das denn? Komm, mach ich mal hier. Tene. Finde ich super. Nee, das finde ich gar nicht mal so übel. Muss ich zugeben. Finde ich ziemlich geil. Flare nehme ich mit. Flashlight brauche ich nicht. Flare nehme ich mit. Noch ein Bandage liegen. Okay. Nee, finde ich super. Gefällt mir. Barricade. Und vor allem, wir haben einen Boonie. Wir haben wieder unseren Hut. Das finde ich super. Yay. Okay, da können wir wieder gehen. Ich habe meinen Hut wieder. Ich habe meinen Hut wieder. Mein Hut gefällt mir gut. Tralala. Ich hatte im Bauch so eine große Wut, weil wir getötet wurden und er ließ liegen meinen Hut. Das fand ich gar nicht nett und gar nicht gut. So, und ich will da vorne jetzt mal die Straße rechts lang runter.
deswegen laufe ich gerade wieder zurück. Unser Hut? Ja, unser Hut. Der ist super. Gefällt mir gut. So, ach. Ja. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 15.29 Uhr. Oh, das heißt, bald wird der Abend wieder anbrechen. Dann werde ich mir wohl mal einen kleinen Unterschlupf suchen, um mich da mal aufs Ohr zu legen. Und dann bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Und ja, ich versuche das Let's Play so ein bisschen storymäßig auch zu gestalten. Das heißt, ich versuche auch immer um der Uhrzeit weiterzuspielen, wo ich aufgehört habe. Also wenn ich jetzt einen größeren Cut mache. Da will ich ja, dass ihr alles mitbekommt. So, und jetzt will ich da oben rauf. Die Straße. La 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 la. Lalala. Die Straße rauf. Da wollen wir hin. Ah, so. Im Moment gibt's mal nichts viel zu sagen, oder? Nö, gibt's eigentlich nicht. Außer, dass mein Kaffee hier kalt wird. Aber das ist immer so. Ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich hin, will gerade mal so 20 Minuten, halbe Stunde mal was aufnehmen und dann, keine Ahnung, nehme ich eine Stunde auf und der Kaffee ist kalt. Was natürlich nicht so geil ist. Ich meine, dass ich dann wieder ein bisschen Material für euch habe, ist schon super, aber dass jedes Mal mein Kaffee kalt wird, das ist... Ja. Ich bräuchte mal so ein... Gibt's doch sogar ein USB-Warmhaltebecher-Platte. Das kann man einfach an den USB-Port vom PC einfach einstöpseln und dann ist das so eine Warmhalte-Dingens und da kann man seinen Kaffee raufstellen. Dann bleibt der schön warm. Müsste ich mir eigentlich mal zulegen. Das würde sich bei mir sogar rentieren. Ich meine, ich trinke den Kaffee trotzdem, ne? Auch wenn er kalt ist, aber der schmeckt halt dann nicht mehr so. Der schmeckt ja nur gut, wenn er heiß ist. La 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 la. Ah, wie brutal ausgerüstet wir rumlaufen, das ist ja nicht mehr normal. Ich finde das irgendwie so ein bisschen abnormal. Nee, aber ich finde wirklich, das Global Inventory hätten sie abschaffen sollen. Also, beziehungsweise gar nicht einführen sollen. Natürlich ist es schön, wenn man sein Zeug irgendwie saven kann, aber... Ich finde das nicht gut, irgendwie. Vor allem weiß jemand von euch, wie groß überhaupt das Global Inventory ist. Ist das überhaupt begrenzt oder ist das unbegrenzt? Also, hat das auch irgendwann mal ein Ende? Ich habe in einigen Videos schon so enorm große Global Inventories gesehen, weil die einfach alles mitgenommen haben. Also, ich habe selber 10.000 Hüte rumliegen. Außer natürlich Lederhüte, ist also klar. Indiana Jones Hüte habe ich natürlich keine, genau die ich brauche. Aber so Masken und Tralala und Helme und bla bla bla. Also von denen sind ja, habe ich ja hunderte.
Und wenn ich denke, man kann ja auch hunderte Waffen lagern, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie gehen die Waffen ja der Spielwelt verloren, sage ich mal. Denn jede Waffe, was in die Safe Zone gebracht wird, und da bleibt vor allem, die ist weg. Die ist wie für andere Spieler wie despawned. Und wenn ich jetzt aber so an DayZ zurückdenke, ja, hast du da eine M4 gefunden, da hast du die M4 benutzt. Punkt. Weil die einfach gut war. Und weil du die gegen die Zombonis auch dringend gebraucht hast. Hier brauchst du die Waffen ja generell nur für Verteidigung gegen andere Spieler. Auf so einen Bonus schießt man ja mal auf Spaß, aber nicht, weil es jetzt unter Anführungszeichen tödlicher Ernst ist. Ja, und bei DayZ war es wirklich so, okay, ist man gestorben, ist das Zeug despawned, war das Zeug weg, okay. Wurde man von den anderen, von einem Bandit mal gekillt, hatte der aber dein ganzes Zeug, was du gesammelt hast, alles. Und das Gute daran war aber auch, es hat nicht jeder alles überall mitgenommen. Das heißt, Loot hat man immer gefunden. Auch wenn andere Spieler da waren, man hat immer Loot gefunden. Aber hier wird ja eingesackt, was geht, das ist ja wie beim Winterschlussverkauf. Bei H&M und das ist ja. An der 50 Cent Grabbelkiste. So geht das hier zu. Und das finde ich manchmal schon ein bisschen. Ja. Brutalo. So sehe ich andere Spieler. Nee, nee, nee. Sehe ich gerade mal nichts rumlaufen. Nee, aber das würde ich eine gute Sache finden, weil dann wirklich nicht jeder immer alles mitnimmt. Und das würde ich be besonders begrüßen, weil einfach, wenn du gestorben bist, wenn du wieder mit Null auf den Server kommst, manchmal läuft man rum und man findet wirklich nichts mehr. Nichts, also wirklich gar nichts. Boon Desert, Helm, Small Backpack. Was haben wir denn hier schönes? Bandages, Painkillers. Ja gut, wenigstens kommt die Dingens noch, dass hier Gewichts ist. Noch kann man ja alles tragen, so viel man will. Bag of Chips. Noch ein paar Painkillers. So, essen wir mal was. Ja, sollte eigentlich erstmal reichen. Wasser, ein bisschen Juice, eine Flare und noch eine Flare und noch eine Flare. Was mache ich mit den ganzen Flares? Wie viel haben wir denn da jetzt? 9 Stück. Ja, sind aber gut zur Ablenkung.
Schnauze! Böses. Da, und das stört mich auch so ein bisschen. Jetzt müssten normalerweise alle Zombonis angelaufen kommen, aber alle. Also bei Daisy müsstest du jetzt spätestens jetzt müsste man alle Beine in die Hand nehmen. Nicht nur beide Beine, alle Beine. Auch die von Leuten, die gar nicht einem gehört haben. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das sind eben die Unterschiede zwischen Morset und Daisy. Aber naja, ist ja nicht so wild. Auf jeden Fall mache ich hier jetzt mal einen kurzen Cut. Hier in dieser schönen Postfiliale. US International Shipping. Mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play The War Z.